Yo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Obscure 2. Wir sind letztens am Stadium stehen geblieben. Wir sind auf der Suche nach Cory und Amy, denn wir hatten ja einen Autounfall und dieser Professor stellte sich als Verräter heraus. Nun schauen wir mal weiter, wo es uns hinführen mag. Here we are, at the climax of things, a new beginning. You, der lebt ja immer noch. Even though I took everything you cared for away from you, you will come to love me like a brother. For you and I will be the same. You know what, Kenny? There's only one person I ever belonged to. And it was May. Cory! Oh. Ach du Scheiße, Leute. Oh Gott, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Okay, das sieht aus wie ein Bossfight. Ja, nach was sollte das denn sonst aussehen? Okay, der muss ich jetzt ganz stark mal überlegen. Meine Toastbrotzellen hier aktivieren. Moment. Also, Shannon, du nimmst die Pistolen. Ich nehme die Schrotflinte und das Dynamit. Auf zwei. Okay. Come on, Stan. Oh, fuck. Show me what you can do. I'm too old to be playing games. I never thought my brother would become a deformed pervert. Deformed? Who are you calling deformed? Okay, hier gibt es solche Scheiße. You always overdo it, Kenny. Wait till I catch you. My spawn. Okay, ich war kurz still. Ich habe hier gerade solche Scheiße entdeckt, Leute. It'll be able to get a taste of my gun. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt hier, diesen Empfehlungen. Ui. Oh mein Gott, was geht hier? Stopp, okay. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt in diesem Bossfight da hören könnt. Auf jeden Fall werden wir jetzt versuchen, erstmal mit den Waffen auf den drauf zu ballern. Und ich habe hier eben an so einer Tür so eine dunkle Aura gesehen. Das ist unmöglich, wenn wir die jetzt irgendwie auch mit Shannon machen müssen. Das ist... Hallo? Schau mal, okay, das ist auch gut. Ey, guck mal, da raus, du hast so... Oh, Scheiße. Der spuckt irgendwas Ekliges hier raus gerade. Ja, das ist ganz schön. Being afraid is a sign that I'm still human. Wir versuchen zu, oh Gott, zu fliehen. No. Hallo? Du Pissdeckel. Ey, da. Okay. Scheiße. Okay, das nächste werden wir dann mit Shannon machen. Oh, Shannon, jetzt bewegt den Arsch nochmal. So, okay. Ich bin irgendwie hier gerade ganz verdattert, weil ich mit diesem Bossfight jetzt gar nicht gerechnet habe. Inventar. Okay, wir werden es anders machen. Shannon, du wirst nun... Was wird sie nehmen? Armbrustbolzen. Nein. Eine Leuchtpistole wirst du nehmen. Die hat hoffentlich mehr Ausdauer. Mehr Kraft. Genau, weil wir müssen ja jetzt gleich mit... Wie heißt die Nummer mit Shannon? Oh, Stan, bist du hässlich. Steh nicht rum. Seid ihr alle dumm oder was, du Pissnäge? Scheiße. Boah. Hallo? Heile dein Teammitglied. Ich glaube, das geht ja hier wohl ab, wa? Okay, das müssen wir ganz schnell schaffen. F.
sagt man mit F? Okay, wir müssen das jetzt schaffen, sonst haben wir Arschkarten. Großatmen, einfach immer. Scheiße, scheiße, nein. Oh, Stan, verpiss dich! Mann, seid ihr alle scheiße hier. Was ist das für ein Kackvolk? Ja, greif Stan an, das macht es auch so viel besser. Stopp. Irgendwie bringen die Leuchtpistolen nur was auf nicht bewegende Ziele. Sonst ist es wirklich nur bullshithaftig. Okay, jetzt nehmen wir das und weiter geht's. Stan, get out of my way. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Uns bleibt hier nichts anderes übrig, als wirklich nur die ganze Zeit hin und her auszuweichen und ihn. Ah, du Bastard. Geh einfach schnell. Okay, stopp. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Okay, da müssen wir jetzt diesen Hebel runter drücken mit der Leertaste. Mit welcher Taste? Mega fies. Mega, mega. Okay. So, ausweichen. Ausweichmanöver. New aktiviert. Ich mag keine Mundgeruche. Hallo? Das geht ja wohl hier gar nicht. I need a weapon. Quick! Widerlich, das ist widerlich. Oh Gott. Das ist so widerlich vom Spiel, dass man... Ja, deine Schrotflintenmunition ist natürlich hier auch schon leer geschossen. Egal, nehmen wir hier die SMG. Das ist ja widerlich. Oh Gott, die hat ja nur noch eine Patrone. Na, das wird hier wunderschön. Das war gerade richtig eklig mit dem Schloss. Habt ihr gesehen, Leute? Aber zum Glück war das so ein einfaches 0815 Teil. Boah, ey, oh, oh. Das geht ja hier wohl ja nicht. Benutzen. Kommt schon, das müssen wir schaffen, Todesbrustmodell. Das schaffen wir einfach. Dieses Mini-Bisschen. Oh, ja, treff mich. Ja, treff Shannon. Meine Arschritze. I don't have anything to defend myself with. Stopp. Okay. Heile dein Team mit mir. Okay. Stopp. Oh Gott, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Oh Gott, wir kacken so ab. Wir failen bloß so. Oder? Der ist da gerade. Komm schon, das schaffen wir. Juhu! Geschafft. Okay. Endlich. We're my only family, Kenny. Please, take care of my child. Don't worry. I'll make sure it will be dealt with. I won't allow it to live. Shannon! Thank you.
think this is finally the end of it? I don't know. But it is time to cut all family ties, once and for all. Rock and roll, baby. Rock and roll. Das konnten wir eben wegklicken. Okay, Leute. Das war das Let's Play von Obscure 2. Jetzt ist Ruhe in der Truhe, meine Leute. Doch, meine Leute. Nee, meine Leute. Egal. Das ist gerade total lustig. Egal, auf jeden Fall sind wir richtige Killer MacMüller, weil wir haben den Bossfight geschafft. Ich habe den Abspann weggeklickt, weil ihr mich da sowieso nicht gehört hättet, wenn ich da was gesagt hätte. Ich gehe einfach so in den Optionen rein, damit nicht wieder hier dieser Trailer anfängt zu starten. Und denn nun möchte ich ein wenig meine Meinung zu diesem Spiel äußern und auch vielleicht die Story ein bisschen besser erklären für die, die es nicht verstanden haben. Also, wie wir nun am Ende das gesehen haben, hat Kenny, dieser böse Bruder, der zum Monster geworden ist, irgendwas in Amy, in dieser Blondine, reingepflanzt. Und zwar seinen Nachwuchs, ja. Und Amy sollte diesen Nachwuchs gewähren. Dadurch, dass jetzt aber irgendwie das Flugzeug merkwürdigerweise explodiert worden ist, ist Richard gestorben. Also dieser Professor und Amy natürlich mit. Die einzigen Überlebenden sind jetzt nur noch Shannon und Stan. Ich finde, die beiden sind ja ganz tolle Paar hier. Nee, und ja, also in der ganzen Story ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass diese merkwürdige Pflanze von den Freedmans angepflanzt worden ist, gezüchtet worden ist. Und Kenny war jetzt auch irgendwie so imstande dazu. Ich kenne den ersten Teil nicht, also ich weiß es nicht wirklich. Ich kann es jetzt nur sagen, wie ich es selber verstanden habe, die Story. Darum ist klar, dass ich bestimmt total viele Fehler in meiner Interpretation habe. Falls ihr das natürlich besser wisst, würde ich mich jetzt wirklich über aufklärende Kommentare freuen, weil jetzt ist es gar kein Spoiler mehr. Ich kenne das Spiel jetzt schon längst. Ich fand das Spiel allgemein sehr spannend. Ja, sehr abwechslungsreich. Außer diese Schlösserknackenrätsel. Die fand ich scheiße bis zum Gehtnichtmehr. Die waren echt die Kacke überhaupt. Das hätten die echt ein bisschen anders machen sollen. Das jetzt zum Ende hin, so bei Bossfight, direkt extra so eine Tür aufgemacht für Shannon mit ihrer da komischen Kraft und direkt auch noch extra so eine Tür gemacht, wo man mit dem Schlösserknacken da auch nochmal beim letzten Endboss ist. Das war richtig fies, aber okay, wir haben es geschafft. Ja, okay. Ein bisschen was für das Story erklärt, wie ich sie wahrgenommen habe. Ach du Scheiße. Nein. Warum kommt es trotzdem? Egal. Den Trailer wollten wir nicht sehen, weil wir den schon mal gesehen haben. Und ja, meine Toastbrotgesellen. Dann denke ich nun, dass das unser Obscure 2 LP war. Ich fand dieses Spiel wirklich super toll. Ich kannte nämlich den ersten Teil davon nur so aus Trailern oder so. Ich hatte den ersten Teil niemals gespielt gehabt. Deswegen war es für mich eigentlich auch noch ein bisschen schwerer, an diese zweite Story reinzukommen, ja. Reinzukommen, weil ich einen afrikanischen Akzent habe. Nee, und trotzdem wurde hier aber auch sehr, sehr viel noch von der alten Story her, also vom
erklärt. Der Soundtrack ist der Hammer. Ich mag den irgendwie total. Gutes Horrorspiel, würde ich sagen. Okay, Leute. Meine Toastbrotgesellen. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle super, super doll an alle, die dieses LP mit Freude verfolgt haben bis hierhin. Ich glaube, das ist der 34. Part. Meine Güte, vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr euch meine Möglichkeiten bis hierhin angesehen habt. Es ist wirklich eine riesen Ehre für mich. Ich bedanke mich ganz doll an euch allen. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich glaube, mehr gibt es für mich nicht mehr zu sagen. Ich mag dieses Spiel. Ich habe die Story einigermaßen verstanden. Ich finde es ja jetzt. Ich finde es ja jetzt ein bisschen bescheuert, irgendwie, dass nur Stan und Shannon überlebt haben. Ich fand, May war einfach der coolste Charakter irgendwie weiblich, aber die ist ja auch gleich am Anfang gestorben. Aber dass Corey jetzt auch noch Selbstmord begangen hat, ist wirklich scheiße und war auch schon hart. Allein als Sven da von diesem Verrückten auch getötet worden ist, da dachte ich mir auch so, oha, wer wird denn hier überhaupt noch überleben? Okay. Na gut, meine Toastbrotgesellen. Dann war das nun das Ende vom Obscure 2 LP. Es hat mir super, super Spaß gemacht, das zu LPen. Und ich hoffe, es hat euch auch genauso Spaß gemacht beim Zuschauen. Ja. Dann denke ich nun, dass alle Worte gesagt wurden. Wie schon mal gesagt, jetzt ist Ruhe in der Truhe und der Letzte macht das Licht aus. Also, bis dann. Wir hören uns dann zu den nächsten LPs. Hakuna Matata und Mahoko.